Was geht, Leute, von heute? Mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zur allerersten Folge Hungry Hunter. Nehmt das alles nicht so ernst, it's just a game. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Tell me a time and a place. It's all the same, it's all the same. The fortune, the fame, it's all the same. Das sieht doch mal nach einer Lobby aus, würde ich sagen. Gucken wir auch das Verhältnis. Ja, sind ein paar Lowies dabei, sind ein paar High-Level dabei. Passt aber allgemein, würde ich sagen. Oh, der hat ja den schon gekillt. Da sind wir aber wackelig unterwegs heute. Da müssen wir aber nochmal ein bisschen üben, würde ich sagen. Aber der kriegt erstmal die Rache dafür, dass er den gerade geholt hat. Das ist aber nicht cool für den Spielverderber. Da starten wir eine feindliche Übernahme. Oh, der ist... 200 irgendwas, das geht auch noch, klar. Ist auch direkt unter mir. Aber leider AFK, deswegen ist er im Low. Der hat Panik. So, ich habe ja gesagt, man soll in dem Sinne keine Moves abfarmen, ja? Gebe ich auch vollkommen recht. Was ich jetzt zum Beispiel meine, was ich jetzt absolut scheiße finde. So, der jetzt hier, The Don Scored. Wir gucken mal, der ist Level 111. Okay, der ist jetzt High Level. Aber trotzdem, also, der wollte jetzt zum Beispiel nichts von mir. Den habe ich jetzt einfach angegriffen. Und jetzt könnte ich ihn natürlich, weil ich einfach ein riesen Arsch bin, könnte ich den jetzt die ganze Zeit auf Teufel komm raus abfarmen. Wäre ehrenloser Kack, ja. Ich zeig's euch mal eben hier, so. Der will hier nichts von mir, der macht auch immer noch nichts. Der hat einfach keinen Bock. Oh. Da dachte ich tatsächlich, die sitzen. So. Also bei dem sieht man jetzt zum Beispiel, ja, der kann nichts, so. Deswegen werde ich jetzt auch von dem ablassen. Gucken, ob da vielleicht einer ist, der ein bisschen challengen will. Wobei Hunter-Belastung ist natürlich auch immer damit verbunden. Oh! Da habe ich gerade tatsächlich die R1-Kurve nicht mehr bekommen. Hunter-Belastung ist natürlich auch immer damit verbunden, dass man nicht immer unbedingt nur High-Level erwischt. Das ist halt einfach so. Ich meine halt einfach nur, dass man jetzt hier nicht unbedingt nur auf die Lowies gehen soll. Und die dann bis zu 30-0 abfarmen soll. Weit vorgeaimt. Solange ihr einen CEO-Auftrag am Stittel habt, ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr da Fahrzeuge zerstört. Das wäre jetzt mies. Aber wieso ist der eigentlich rot? Der Kijo. Oh, fuck. Der hat ein Rebix-Outfit an. Scheiße, den muss ich erstmal schreiben. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jetzt muss ich hier echt aufpassen, wenn ich hier auf den Sack gehe. Äh,
Ist der jetzt hin oder was? Aber der Don Squad, der war zwar AFK, aber ja. Oh, schieß mich nicht raus, bitte. Oh, der war mies. Okay. Bomben funktionieren. Aber meine Heli muss ich auf jeden Fall wieder neu bestellen, weil der ist gut im Arsch. Oh, mein Aim ist gar nicht so schlecht. Genau, da wollte ich nämlich hin. Machen wir es nämlich so. Wir treten jetzt hier zurück. Dann gehen wir Motorradclub. Dann landen wir das Ding hier vorne. Das haben wir, bevor der hingeht. Oh. Bevor der im Arsch ist. Fahrzeug wieder einlagern. Und wieder anfordern. Wieder raus. CEO rein. Wo ist mein Hunter? Da. Und dann machen wir einen Auftrag. Und dann machen wir hier Head und Nee. Wir machen. Fand ich Übernahme noch Cooldown. Dann müssen wir doch Headhunter machen. Gut, machen wir Headhunter, kein Problem. Der ist in dem Tunnel. Oh, das war mies. Das war mies. Mach hier nicht einen auf. Nee. Nee, war knapp. Oh. Huch. Der hat gesessen. Oh shit. Gott sei Dank habe ich jetzt Flares. Hä? Na, da sieht man mal wieder, wie das hier klappt, ey. Nee, da muss ich die Bomben wegmachen. Oh, das war der Lecker-Kette, die wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich den High Ground. Oh, und da kommt ein Jet. Weil er mich jetzt erwischt hat. Oh, jetzt muss ich aber. Ne, muss ich doch nicht. Den Heli haben wir. Und. Jetzt wollen sie mich aber alle. Gott sei Dank habe ich gerade Flares drin, ey. Mit Düppeln hätte ich das jetzt nicht gepackt. Jetzt müsste ich eigentlich kein Problem mehr haben, den Raketen da auszuweichen. Oh. Ups, jetzt müssen wir aussteigen. Das war knapp. Dem Martin können wir eben noch mal ein bisschen auf den Sack gehen, würde ich sagen. Oh, oh. Na, geht's jetzt passiv? Oh. Problem. Große Problem. Der holt mich raus. Nee, holt er nicht. Ah, verdammt. Du kommst jetzt nicht auf dein Bike, mein Freund, ey. Wie er einfach direkt wieder auf sein scheiß Drecksding wollte. Unglaublich. Oh, jetzt schießt er mich raus. Jetzt schießt er mich raus. Der ist ja direkt hier gespawnt. Boah, das war knapp. Einfach mal auf Lack geschwitzt. Dann wird jetzt die ganze Zeit hier spawnen. Oh, das war nicht gut. Ah, jetzt können wir den Martin hier schön abfarmen. Ist natürlich ein bisschen asozial, aber ey. Er wollte sich
auf jeden Fall schon wieder auf sein Noobbike setzen und mich dann holen. Das ist halt auch scheiße. Oh, das war nicht cool. Jetzt habe ich hier auch noch die ganzen Cops um mich herum, was ja auch nicht so geil ist. Ganz viele Militärfahrzeuge. Alles uncool. Jetzt erscheint er mir gegenüber als Geist. Ja, Hammer. Taube Klaus. Tut mir leid, Bro. Boah, ich wollte gerade sagen, der ist doch genau durchgefahren, ey. Aber hier schön Third Person. Bisschen Pre-Aim. Dann läuft das. Das ist eine Antenne, die muss ich aufpassen. Genau, der läuft jetzt in den Kleidershop rein wahrscheinlich. Ich bin viel zu nah auf dem Boden. Er hätte mich locker rausschießen können jetzt. Mich rausschießen oder was? Oh Martin, ich will nur dich. Das weiß der andere auch. Martin goes passive. Jetzt will ich den. Was ist mit diesem Giorgio eigentlich? Was hat denn der für ein Level? 120. Oh. Er rendert nicht. Da. Und wir ziehen weiter. Das war jetzt wirklich ein mega fieser Anflug. Also, das war schon echt. Das war schon echt hart jetzt. Wo geht's dir kein Tattoo stechen? Deine Mutter wollte nicht, dass du dir ein Tattoo stichst. Scheiße. Oh Gott, ich glaube, ich übernehme schon ein paar Sachen von Thunder. Ich bin schon gemein. Oh shit. Und nein! Es hat ihn tatsächlich einfach mal die Laterne geschützt. Ich fasse es nicht. Wo bist du? Hier hinter. Ja, das war mies. Ja, die Raketen sind fies. Komm, Martin hat keinen Bock mehr. Like damn, damn with the white van.